Nach den Ereignissen in Butscha vom vergangenen Wochenende nimmt der Druck auf die Bundesregierung deutlich zu, ein Energieembargo gegen Putin und Russland zu verhängen. Mario Draghi hat das schon klar gefordert und Italien ist ähnlich abhängig wie Deutschland von russischem Gas. Aber dieses Energieembargo würde uns natürlich sehr wehtun, würde eine Rezession nach sich ziehen, würde wahrscheinlich Millionen von Arbeitslosen nach sich ziehen, weil viele Firmen pleite gehen würden. Aber ich denke dennoch, dass dieses Energieembargo kommen wird, weil schlichtweg der Druck auf die deutsche Bundesregierung immer größer wird und irgendwann wird sie diesen Druck nicht mehr standhalten können und dieses Energieembargo verhängen mit all den Konsequenzen dann für uns. Aber dieses Energieembargo würde auch Putin und würde Russland richtig, richtig wehtun. Das versuche ich in diesem Video zu zeigen. Denn Putin hat ein Problem und dieses Problem wollen wir uns mal anschauen hier angesichts etwa Liquid Natural Gas, also praktisch Flüssiggas, LNG. Und hier hat Russland große Schwierigkeiten, Käufer zu finden. Warum? Weil diese Käufer fürchten Sanktionen. Westliche Sanktionen sind Firmen, die unter anderem zum Beispiel in den USA oder in der EU Geschäfte betreiben und die haben Angst, wenn sie dieses russische Gas kaufen, dass sie dann ausgeschlossen werden von diesen Märkten und damit ihre Existenzgrundlage weitgehend verlieren. Denn eins dürfen wir nicht vergessen, der europäische Markt ist sehr, sehr groß, der ist auch für die chinesischen Firmen sehr, sehr groß und die sind ein bisschen nachdenklich durchaus, ob sie das riskieren wollen. Jedenfalls sehen wir, dass wenn überhaupt derzeit noch chinesische Firmen dieses russische Gas kaufen, aber at a deep discount, zu einem deutlichen Preisnachlass. Und die allermeisten aber sagen, nee, das tun wir nicht, das ist uns schlichtweg zu riskant. Und jetzt gucken wir mal, was zum Beispiel auf der anderen Seite passiert. Russland verkauft sein Öl teilweise 32 Dollar unter dem Preis, den Brentöl erzielt. Und Saudi-Arabien, das ja bekanntlich kein russisches Öl produziert, sondern eben das eigene, das hat jetzt deutlich die Preise angehoben für sein aus Arabien stammendes Öl. Denn dieses Öl ist sozusagen koscher, wenn man will. Das ist nicht sanktionsgefährdet. Also kaufen viele lieber teuer bei den Arabern als billig bei den Russen, weil das Risiko eben bei diesen Käufen von Russland zu groß ist. So hat jetzt Aramco seinen Verkaufspreis für Arabica Light 9,35 Dollar erhöht über den Dubai-Kurs. Also wir sehen, die einen erhöhen die Preise, die anderen müssen die Preise senken. Und gesunkene Preise heißen für Putin und heißen für Russland natürlich tendenziell weniger Einnahmen. Denn eins ist auch klar, Europa ist mit Abstand oder die EU ist mit Abstand der größte Abnehmer derzeit für russisches Gas und auch russisches Öl. Dementsprechend würde das schon richtig wehtun. Und wir sehen bei der russischen Wirtschaft hier neue Daten aus dem März. Da geht es schon ziemlich deutlich bergab, wie hier Einkaufsmanager-Indizes zeigen. Vor allem im produzierenden Gewerbe geht es bergab. Dienstleistung hält sich noch deutlich besser, aber wir sehen Delivery Times. Die werden immer länger, die Lieferzeiten werden immer länger. Das heißt, die russischen Firmen haben Probleme mit der Logistik, weil eben viele westliche Partner derzeit diese Logistik nicht mehr mit abwickeln. Das verlängert die Lieferzeiten. Wir sehen den Output, also den Ausstoß, jetzt bei einem Wert von 36,6. Das ist deutlich, deutlich unter 50, also sehr, sehr starke Kontraktion. Und wir sehen auch die Stocks of Finished Goods, also der Anteil der fertiggestellten Güter ist am Kollabieren. Also wir sehen, dass die russische Wirtschaft durchaus schon jetzt in ernste Probleme gerät. Noch kann Putin ja Rubel drucken, das wird er auch weiterhin tun können. Aber er ist natürlich schon auch auf Einnahmen angewiesen. Wie schaut es denn bei uns aus? Heute hat Habeck nochmal gesagt, ja, also wir würden dann zurückfallen auf Kohle, wenn wir auf russisches Gas verzichten werden. Und er hat gesagt, also wenn wir jetzt dieses Embargo verhängen würden, dann würde das der EU mehr schaden als Russland. Gleichwohl müssten neue Sanktionen her und man hat auch wieder für Energieeinsparungen geworben. Aber wie Marco Giuli hier zeigte, wäre es eigentlich schon Monate vorher ziemlich schlau gewesen oder Jahre vorher so ein bisschen mehr die Werbetrommel zu rühren für Energieeinsparungen. Und jetzt kommt eben sozusagen der Markt
und wird für diese Einsparungen sorgen. Es wird market-driven disorderly demand destruction geben. Also es wird eine außergewöhnliche, durch den Markt bedingte, weil eben die Preise so stark teuer werdende Nachlassen der Nachfrage, dazu wird es kommen. Also wir sehen, da macht der Markt im Prinzip das, was vorher die Politik verabsäumt hat. Und wie weit Realität und Wunsch oder Verbales auseinanderliegt derzeit in der Bundesregierung. Wir sehen jetzt heute den Hochpunkt der Gaslieferungen durch hier Pipelines durch die Ukraine seit Beginn der Invasion. Hier sehen wir die Gasdurchflüsse an der Velke Station. Neues Hoch, wie gesagt, seit Beginn der Invasion. Aber auf der anderen Seite eine Meldung von Trafigura, einer der ganz, ganz großen Rohstoffplayer am Markt mit Sitz natürlich in der wunderbar neutralen Schweiz. Da meldet man, dass man hier Uralöl zu einem neuen Discount-Rekordpreis verkauft hat, also so tief verkauft hat wie noch nie. Das zeigt, dass die Einnahmen für Putin dadurch natürlich geringer werden. Aber kommen wir nochmal zurück zur deutschen Bundesregierung. Hier hat Marcel Dirsus, so heißt er, mal die verschiedenen Stationen der deutschen Politik aufgezeigt. Versuch erstmal das Problem, Stadium 1, so lange wie möglich zu negieren. Dann sagt Stadium 2, können wir nicht machen. Dann siehst du Stadium 3, wie alles schlechter wird. Dann verlierst du sozusagen das Vertrauen deiner Verbündeten. Und Deutschland steht da ja massiv in der Kritik. Wir sind derzeit im Stadium 4, sagt er. Und dann zögerlich änderst du deinen Kurs und dann Stadium 6. Sind wir nicht wunderbar, dass wir unseren Kurs geändert haben? Ich glaube, da ist sehr, sehr viel dran. Wir sind jetzt in Stadium 4, 5 kommt, wir ändern dann unseren Kurs und 6 dann, hurra, sind wir nicht die Tollsten, dass wir unseren Kurs geändert haben. Also das wird kommen. Die Auswirkungen gleichwohl sind schon ohne Energieembargo hier in Deutschland sehr stark greifbar. Konsumbarometer HDE, also das ist der Einzelhandelsverband, neues Allzeittief. Wir sehen, dass die deutschen Verbraucher wissen und ahnen, was da auf sie zukommt. Selbst ohne das Energieembargo, mit Energieembargo würde dieser Konsumbarometer wahrscheinlich noch weiter abstürzen. Und jetzt kommt hinzu, dass heute Meldungen kamen, die mich erreicht haben aus China von jemand, der dort lebt, der hier zeigte, dass der Lockdown in Shanghai verlängert wurde. Eigentlich sollte das, glaube ich, am 5. enden, also morgen, sollte heute eigentlich der letzte Tag sein. Jetzt wird es erstmal bis Freitag verlängert. Und viele fürchten, dass auch weitere Landesteile in China in den Lockdown gehen. All das wird diese Lieferkettenproblematik, Materialmangel etc. deutlich verschärfen. Kommen wir jetzt mal zu den Märkten, kommen wir zu den Amerikanern, kommen wir zur Fed. Jamie Dimon, Chef von JP Morgan, hat jetzt vor unprecedented risk gewarnt, also noch nie dagewesenen Risiken durch diese Kombination auf von Inflation, dem Krieg und Corona. Und er sagt, the stronger the recovery, the higher the rates that follow. Also je stärker sich die Wirtschaft und vor allem auch die Aktienmärkte erholen, umso stärker wird die Fed auf die Bremse treten. Und sie wird stärker auf die Bremse treten, als der Markt erwartet, sagt er hier. Und desto stärker wird das Quantitative Tightening ausfallen, also die Bilanzsummenreduzierung. Ich hatte heute im Videoausblick die These vertreten, die Fed wird die Zinsen anheben, vielleicht auf 3% oder 2,5%, also wird die Zinsen nicht aufgrund der massiven Verschuldung zu weit nach oben schrauben können, aber was sie können, ist ihre Bilanzsumme massiv zu reduzieren und das würde den Aktienmärkten sehr wehtun. Am Schluss wünscht dann Herr Jamie Dimon, die Fed hat einen harten Job zu machen, let's wish them all the best. Ja, wir wünschen mal das Beste, so Jamie Dimon in seinem jährlichen Brief an die Aktionäre. Schauen wir uns mal den S&P 500 an. 13% gefallen, dann jetzt 11% gestiegen. Das war der Schlusskurs vom Freitag. Heute geht es ja noch mal ein bisschen weiter nach oben. Hier sehen wir mal das Schiller-KGV, also das inflationsbereinigte Kurs-Gewinn-Verhältnis der letzten 10 Jahre. Zweiteuerster Wert ever, den wir hier erreicht haben. Und wir sehen, wenn wir jetzt mal die globalen Aktienmärkte mit den globalen Bondmärkten vergleichen, also den Anleihenmärkten, Staatsanleihenmärkten, dann sehen wir, die Aktienmärkte sind dermaßen nach oben gejazzt, während die Anleihen ja abverkauft werden. Das ist meistens das Ende eines Zyklus, bevor es dann in eine Rezession geht. Diese dunkel gestrichenen Linien
Es sind Rezessionen. Und ja, kann dieser Disconnect der Märkte länger anhalten? Wir stehen jetzt wahrscheinlich vor der, zumindest was die amerikanischen Märkte, was die Fed betrifft, vor der schnellsten Straffung der Geldpolitik seit den 1970er Jahren. Wir sehen, dass das Consumer-Sentiment, das Verbrauchervertrauen regelrecht abstürzt in den USA, ist auf Rezessionsniveau. Wir sehen eine noch sehr gute Arbeitslosigkeit von 3,6%, aber die dürfte perspektivisch dann wieder nach oben gehen. Und wir haben nach wie vor eine Marktkapitalisierung zum BIP von über 170%. Das ist ein historisches Hoch. Und die Frage ist, stehen wir dennoch vor einem Bärenmarkt trotz dieser Erholung? Hier sehen wir mal die verschiedenen Phasen im Vergleich 2000. Und eben die letzten Bärenmärkte, die wir gesehen haben, dann Finanzkrise. Und bisher würde das Muster passen, passt auch diese Erholung noch in dieses Muster. Heißt nicht, dass es so kommt, aber es kann eben so kommen. Also ist diese Erholung noch kein Beweis, dass wir sozusagen hier die Kuh vom Eis haben. Was heute das Sentiment so vor allem im Nasdaq bei den Tech-Werten nach oben gebracht hat, war die überraschende Ankündigung von Elon Musk, 9% von Twitter zu kaufen, die Aktie dann 27% gestiegen. Da hat er hier gesagt, ja, also dadurch, dass Twitter faktisch so eine Art Public Town Square ist, sei es eben sehr wichtig, hier die freie Rede zu bewahren. Elon Musk hatte ja kürzlich bei Twitter eigentlich eine Umfrage gemacht und gesagt, ja, soll ich einen neuen Social Media Kanal aufmachen, mit wo freie Rede garantiert ist. Die Nutzer, die Twitter-User, die ihm folgen, haben überwiegend dafür gestimmt. Eigentlich hätte man jetzt erwarten können, er macht das selber, aber jetzt nimmt er einen Anteil an Twitter. Also das ist schon mal wieder Elon Musk vom Allerfeinsten. Und wenn wir von Elon Musk sprechen, dann sollten wir mal auch von einer Tesla-Batterie sprechen. Er geriert sich ja so als der große Umweltfreund, gell? Wenn es den eigenen Geschäftsinteressen nicht schadet, dann ist es sehr umweltfreundlich. Aber schauen wir uns mal an, was für eine Tesla-Batterie eigentlich nötig ist, die 1000 Pfund wiegt. Hier sehen wir, da braucht man über 500.000 Pfund an Materialien, die da gefördert, abgebaut, verarbeitet werden müssen. Und wenn wir jetzt die nächsten 90 Jahre so weitermachen würden, dann würden wir mehr aus der Erde ziehen müssen als in den letzten 70.000 Jahren zusammen. Also es zeigt, wie extrem umweltfreundlich das ist, zumal das oft giftige Materialien sind. Also es ist natürlich letztendlich eine Lüge. Die Elektromobilität hat massive Nachteile auch. Klar, es wird nicht direkt CO2 emittiert durch Abgase wie bei Benzinern etc., aber es hat eben andere Folgekosten, andere Folgeschäden. Die sind woanders, die sind dann da, wo die Rohstoffe abgebaut werden vorwiegend. Deswegen können wir ein sehr, sehr schönes und gutes Gewissen haben. Diese Aktion von Elon Musk hat auch hier diese wunderbare Truth-Plattform von Donald Trump durchaus getroffen. Läuft ja nicht so richtig, hat technische Probleme. Man hört auch sehr, sehr wenig, muss man sagen, davon. Jetzt gehen zwei leitende Manager, haben jetzt diese Plattform verlassen. Wir sehen also, das läuft nicht so ganz rund. Seth Donald, der auffallend still ist, auch in Sachen Putin derzeit, er scheint also mit seinem Juice-Projekt nicht richtig großen Erfolg zu haben. Und einer seiner besten Buddies, nämlich Lindsey Graham, der ihn ja immer verteidigt hat, hat jetzt angesichts der Ereignisse in Bucha bei Kiew davon gesprochen, dass Putin ein Kriegsverbrecher sei, den man bis ans Ende der Welt der Werte verfolgen müssen. Und das sei ein Turning Moment in the War. Also die Amerikaner dürften jetzt auch die Republikaner, die es eben durchaus mit Donald Trump halten, die sind jetzt doch in einer anderen mentalen Situation. Die Trump-Anhänger in den USA waren ja teilweise so, dass sie sagten, Mensch, Putin ist doch ein geiler Typ, aber das dürfte jetzt ein bisschen schwieriger werden, diese Haltung zu vertreten. Das sehen wir an den Aussagen von Lindsey Graham. Und jetzt kommen wir nochmal zu uns, zur Eurozone, zur EZB. Heute hat ein EZB-Mitglied, nämlich Wassler, gesagt, ja, also es könnte sein, dass wir dann Ende des Jahres keine Negativzinsen mehr sehen werden. Sie wissen ja, Banken, wenn sie Einlagen bei der EZB machen, bezahlen negative Zinsen. Wir könnten dann Ende Juli das Ende der Bondkäufe sehen. Und wir müssen sehr vorsichtig agieren, before price risks become worse, also bevor die Inflation sozusagen schlimmer wird.
Ich glaube, die ist schon relativ schlimm, so hatte ich das Gefühl. Aber das täuscht natürlich, 2% ist jederzeit wieder erreichbar. Die EZB hat das letzte Mal vor 11 Jahren die Zinsen angehoben. Sie haben in den allerbesten Zeiten, als es einigermaßen rund lief, den Absprung verpasst. Jetzt haben wir Rekordinflation. Die EZB kauft immer noch Anleihen, erweitert immer noch ihre Bilanzsumme, hat immer noch Negativzinsen, schüttet also weiter Benzin ins Feuer. Man ist fassungslos, man ist sprachlos, ist aber vielleicht auf dem Weg, den die Türkei schon beschritten hat. Und da haben wir jetzt eine Inflation von 61% bei Produzentenpreisen, bei 115%. Das ist die von Markus Söder gestern bei Anne Will beschworene Hyperinflation. Das hat er heute wiederholt. Also von der Türkei lernen, von Erdogan lernen, ist für uns sicherlich etwas Großartiges. Wenn wir uns jetzt nochmal abschließend dem Ukraine-Krieg zuwenden, dann habe ich 2 Artikel für Sie in Empfehlung Ukraine-Krieg, warum Putins Angriff scheitert. Hier zeigt ein Panzergeneral relativ klar, warum schlichtweg hier die Dinge nicht so wirklich laufen für Putin. Es ist fünfte, sechste Woche jetzt Krieg. Und keine einzige Großstadt, nicht mal Mariupol, ist wirklich in der Hände der Russen. Warum das so ist, das analysiert dieser General in einem bemerkenswerten Interview. Werde ich ihm unter dem Video verlinken. Und zweitens, wann sind wir eigentlich, zweiter Artikel, wann sind wir eigentlich so abhängig geworden von russischem Öl und Gas? Das ist noch nicht so lange der Fall, sondern diese Abhängigkeit hat ab einem bestimmten Datum massiv zugenommen. Auch dieser Artikel, also 2 Artikel unter dem Video. Jetzt sage ich erst einmal Servus und Ciao.